Der australische Feuerwehrmann Andrew O'Dwyer war am 19. Dezember dem Kampf gegen die Waldbrände zum Opfer gefallen. Am Montag wurde er im Beisein zahlreicher Kollegen beigesetzt. Ein brennender Baum war bei einem Einsatz O'Dwyers vor dessen Fahrzeug gestürzt und hatte es zum Überschlagen gebracht. Der Kollege des 36-jährigen Vaters, Geoffrey Keaton, war ebenfalls ums Leben gekommen. Ein dritter Feuerwehrmann war in einem sogenannten Feuertornado verunglückt. Der inzwischen hart kritisierte australische Premierminister Scott Morrison wohnte der Beerdigung in Sydney bei. Selbst aus dem Weltall ist der dichte Rauch der verheerenden Brände im Süden Australiens zu sehen. Am Montag erlaubten leicht verbesserte Wetterbedingungen es den Rettungskräften, viele Straßen wieder zu öffnen und Menschen zu versorgen, die auf der Flucht vor den Feuern gestrandet waren. Offiziellen Warnungen zufolge könnte das Wetter im Laufe der Woche allerdings weitere Feuer begünstigen.